Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie wir uns Yesod einrichten, ähnlich wie wir das im GZI haben. Die offizielle Anleitung hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert, seit wir im Tutorium sind. Ich werde das jetzt nochmal nach der alten Anleitung machen, wie man das unter einem gängigen Ubuntu zum Installieren kriegt und dann auch nochmal darauf hinweisen, wie das in Zukunft laufen wird. In Zukunft heißt, wenn ihr so ein Projekt nochmal machen möchtet, in einem halben Jahr, in einem Jahr wird das anders laufen. Also, ich habe jetzt hier eine frische virtuelle Maschine mit einem frischen Ubuntu drauf. Hier ist noch nichts installiert. Wenn ich hier versuche, GHC auszuführen, sagt er mir, ist nicht installiert. Ich kann es jetzt installieren, das wäre aber eine veraltete Version. Und wenn bei euch der GHC installiert sein sollte, dann macht ihr einfach ein sudo apt get purge ghc Sternchen und Kabal Sternchen. Dann habt ihr GHC runter, Kabal runter und dann seid ihr da safe. Wenn ich das jetzt hier mache, dann sagt er mir eine ganze Menge, die er entfernen möchte. Okay, der Befehl war nicht sicher. Das Kabal Install heißt das Paket. Kabal Install Sternchen. So. Und jetzt sagt er hier einfach, Kabal Install ist noch nicht installiert, deswegen entfernt das nicht. GHC ist nicht installiert, deswegen entfernt das nicht. Die beiden Pakete müssten weg, wenn ihr die zufällig installiert habt, weil ihr die aus AUND noch habt oder aus welchen Gründen auch immer. Was wir jetzt erstmal machen, ist einen aktuellen GHC installieren. Und dann dazu nehmen wir das Paket von Herbert, nicht Fun, es ist irgendwas holländisches Riedel. Und zwar hat er hier alle möglichen Pakete, die man auch parallel installieren kann. Wir werden nachher Kabal 1.22 installieren und den GHC 7.10.1. Auf dem 7.10.2 wird noch aktiv entwickelt, das heißt, da müsst ihr dann regelmäßig eure Version aktualisieren. Das seht ihr hier auch dran, das ist immer noch, wenn man hinten weiter guckt, ist das immer noch die Version 1, gebaut am 15.07.2015. Und die 10.1, die offiziell released ist, ist die hier. Und deswegen installieren wir nur die 10.1, weil dann die wird auch nur noch gepatcht, wenn es irgendwie notwendig ist. Der Nachteil ist, wenn der GHC gepatcht wird, dürft ihr alles komplett neu kompilieren, inklusive Yesod neu kompilieren, inklusive eure gesamten Sandboxes einmal in die Tonne werfen, eure gesamten Sandboxes einmal neu installieren und so weiter und so weiter. So, wie installieren wir das? Das ist ganz einfach. Wir haben hier das PPA HVR GHC, oder wenn ich es jetzt vernünftig markiert kriege, das kopieren wir, dann wechseln wir unser Terminal und machen sudo apt add repository, fügen das hier ein und der weiß automatisch, wo er es herkriegt. Wir kriegen hier noch die readme und so weiter und so weiter und so weiter und dann drücken wir Enter und dann wurden unsere Schlüsselbunde dann würde der Schlüsselbund hierzu importiert. Und jetzt machen wir nur noch einen sudo apt get update, was relativ zackig durchlaufen sollte. Und dann haben wir auch die gesamten aktuellen Pakete im Scope. Und GHC braucht zum Kompilieren Alex, was hier auch mit vertrieben wird. Also Alex in der jeweiligen Version. Das wird einfach nur intern verwendet und was wir jetzt machen können ist sudo apt get install ghc 7.10.1 und kabal install 1.22. Dann sagt er, ja, ich muss hier eine ganze Menge mit installieren. Insgesamt sind das 60 MB zum Runterladen, 500 MB auf der Platte und das lädt er jetzt hier alles fröhlich runter und installiert es. So, und jetzt hat das hier alles installiert. Wenn ich jetzt einfach mal GHC aufrufe, findet er immer noch nichts. Das liegt daran, dass wir hier alle Versionen parallel installiert installieren können und die liegen in opt GHC in der Version bin und hier liegt dann schlussendlich der GHC selber drin. Wenn ich
das hier einfach mal anzeigen lasse. Hier liegt dann alles drin. Und das heißt, wir müssen dieses Verzeichnis des Opt-GHC bin einmal zum Pfad hinzufügen. Und was wir dazu machen, ist einmal unsere Bash-RC. Wenn ihr die Bash benutzt, wenn ihr irgendwas anderes benutzt, die .profile einmal aufmachen. Und da steht eine ganze Menge drin. Wie gesagt, das hier ist eine vollständig saubere Installation. So sollte eine Bash-RC aussehen, wenn sie frisch installiert ist. Und ganz hier unten packen wir jetzt einfach hin Export Path gleich, jetzt in Anführungszeichen, am Ende schon mal $Path wieder. Und zwar slash opt ghc 7.10.1 bin. Das ist einmal der GHC. Doppelpunkt opt GHC Quatsch, opt kabal 1.22/bin. Doppelpunkt slash path. Das das sagt unserem System, wenn du gucken möchtest, wo ein Programm liegt, durchsuche dieses Verzeichnis, dann durchsuche das Verzeichnis und dann durchsuche den Rest der Verzeichnisse, die du halt noch kennst. So, das Ganze speichern wir jetzt und schließen. Und jetzt machen wir einmal ein source.bashrc oder wir könnten einfach das Terminal neu aufmachen. Und wenn wir jetzt ghc ausführen, kriegen wir no-input-files. Und wenn wir jetzt kabal ausführen, kriegen wir auch eine Fehlermeldung. Aber er hat halt kabal gefunden und kabal gibt uns die Fehlermeldung. So. Jetzt setzen wir erstmal eine vernünftige Umgebung auf. Das heißt, wir machen als erstes mal kabal-update. Und das holt uns erstmal die aktuellen Pakete aus dem Internet. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Und was wir halt benutzen, ist, wenn man auf stackage.org geht, kriegt man eine Liste und diese URL kopieren wir jetzt einfach mal. So, jetzt ist der hier auch fertig. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir machen wget diese Datei. Das gibt uns eine kabal-config. Das wird runtergeladen. Wenn wir die jetzt aufmachen, dann ist das genau das, was wir gerade einmal hatten. Nämlich die Liste mit den ganzen Sachen. Wo dann auch, wenn man hier weiter runter geht, stehen dann auch die ganzen YesOut-Sachen mit passenden Versionen drin, die aufeinander abgestimmt sind. Wir müssen dann nachher nochmal ein bisschen Hand anlegen, aber das wird gehen. Wenn wir hier YesOut haben, es ist meistens alles auf der Version 1.4, aber einzelne Plugins haben dann auch andere Versionen. Zum Beispiel hier Static 1.5, das wird uns nachher nochmal auf die Füße fallen. Und da müssen wir einfach nur kleine Änderungen vornehmen. Das Ganze schließen wir erstmal. So, jetzt haben wir hier eine kabal-config liegen und in dem Verzeichnis, in dem die kabal-config liegt, müssen wir jetzt die ganzen weiteren Befehle ausführen, damit diese kabal-config greift. Und zwar, was wir jetzt einfach machen, ist kabal install yesort-bin. Dann brauchen wir noch happy und alex. Und diese Sachen werden jetzt mit ihren Dependencies komplett runtergeladen und automatisch installiert. Und das dauert jetzt einige Zeit. So, es gab da einige Fehler beim Installieren. Ich habe nämlich vergessen, eine Library zu installieren. Und zwar, was kaputt gegangen ist, ist zlib. Und zlib ist im Prinzip eine Zip-Library, die für die Komprimierung verantwortlich ist. Und was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist, wir müssen die C-Library dazu installieren. Das ist sudo apt-get install erstmal build essentials. Das ist, weil ich hier auf der Maschine noch nichts draufgekriegt habe, damit wir überhaupt was kompilieren können. Das installiert uns zum Beispiel einen G++ und so weiter und so weiter. Und libz, da muss ich jetzt gerade einmal nachgucken, das war libz1g-dev heißt das Paket. libz1g-dev. Und das findet er alles nicht. Wahrscheinlich heißt es Build Essential und libz- Nee.
Ach. Ja, natürlich. Die Zip Library ist so populär, dass sie nicht dem Benamungsschema folgt, sondern nicht libz, sondern zlib 1gdev. So. Das installiert uns dann nochmal irgendwie 30 Megabyte an Libraries, aktuellen G++ und ganz weiter. Etwas dated. Und wenn wir das installiert haben, dann können wir auch den Kabalbefehl von oben nochmal 1 zu 1 so ausführen werde, nochmal ausführen. Und jetzt installiert er auch fröhlich die anderen Libraries wieder. Die anderen Libraries, die benötigt werden. Die Sache mit der zlib-Library ist, zum Beispiel Yesod hat ja einen eigenen Webserver drin und dieser Webserver bietet auch an, die Daten komprimiert zu übertragen. So kriegt man erstmal weniger Bandbreitenbenutzung bei seinem Server, wenn das ein Limit ist. Und zum anderen, Zip ist eine Streaming-Encoding, das heißt, das ist auch nicht, dass alles erst vorliegen muss, sondern das kann Stück für Stück komprimiert werden, während es rausgeschickt wird. Das ist eine ganz billige Operation, die weiter einfach schneller gerendert wird, was sehr praktisch ist. So, und damit ist Yesod jetzt auch installiert. Und das heißt, wir können jetzt anfangen, unser Projekt anzulegen. Dazu machen wir mkdir unser Yesod-Projekt, wie auch immer wir das nennen wollen. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen das gleich praktisch. Und zwar richte ich jetzt erstmal ein Git Repository ein. So, ich habe ein kleines Beispielprojekt für Yesod eingerichtet, wie ihr das auch von uns kriegt. Das ist ein privates Repository in unserer Organisation. Und was man jetzt macht, ist, man nimmt sich diese URL hier unten, kopiert die sich einmal und kann die dann mit Git klonen. Ich glaube, Git habe ich hier noch nicht installiert. Das testen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, das ist ein frisches Ubuntu, genau. Jetzt installieren wir einmal kurz Git. Das dauert auch nicht lange, das sind einfach nur drei Pakete. Und schon ist fertig. Genau. Ich sage jetzt hier, klon mir das Paket runter und ich habe den falschen Link genommen, weil ich die virtuelle Maschine noch nicht aufgesetzt habe. Auf meinem anderen Rechner geht das. Ich kann einfach, weil ich hatte hier nämlich die git@github-Adresse, die das ganze System per SSH authentifiziert. Und was ich jetzt nehme, ist die HTTPS-Adresse, wo jedes Mal mein Benutzername und mein Passwort eingeben muss. Der Vorteil an dieser SSH-Lösung ist, ich habe einen Public Key, der ist GitHub bekannt und damit kann ich dann jedes Mal ohne Passwort die ganze Zeit pushen, was für den Workflow viel angenehmer ist als einfach nur immer über HTTP zu klonen. Jetzt werde ich nämlich nach meinem Benutzernamen und nach meinem Passwort gefragt und dann darf ich das Ganze jetzt auch klonen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Verzeichnis, yes.example. Und wenn ich mir das hier jetzt mal angucke, haben wir unser Git-Verzeichnis, wir haben unsere Git-Ignore, unsere README und ansonsten noch nichts. So, in diesem Verzeichnis holen wir uns jetzt erstmal wieder von Stackage die globale Kabal-Config. Dazu machen wir einfach wget die URL. Und jetzt haben wir hier wieder unsere Kabal-Config und jetzt machen wir noch ein git add diese Config, damit sie auch im Git gespeichert ist. Dann vergessen wir sie später nicht. Was wir jetzt machen, ist ein Kabal Sandbox init, damit wir eine Kabal-Sandbox anlegen. Wir machen ein yesod init. Ich glaube, ich muss das mit minus minus Bär machen. Ah, Yesod wurde zwar eben installiert, aber diese Fehlermeldung taucht auf, weil
Genauso wie wir das eben mit dem GHC hatten, weiß er jetzt nicht, wo er die Yesok-Datei findet. Und die Yesok-Datei liegt in Home, Kabal, home.kabal/bin. Hier liegt die Yesok-Datei. Also die Yesok-Binary. Und da wir das aber nicht immer so schreiben wollen, machen wir das genauso wie eben, dass wir wieder unsere Bash-RC aufmachen oder unter anderen Systemen die .profile. Gehen hier runter und fügen zu unserem Pfad auch noch hinzu $home/.kabal/bin. Eine wichtige Sache ist, wir können nicht mit Tilde arbeiten, weil Tilde in dem Export-Statement nicht funktioniert, weil die Befehle teilweise als anderer User ausgeführt werden, der wieder ein anderes Home hat und dann funktioniert wieder alles nicht. Deswegen müssen wir das hier jetzt einmal speichern und schließen. Und wenn wir jetzt einmal die Datei nochmal sourcen, dann können wir auch yesort init bear machen. Und das Projekt, ich nenne es jetzt einfach mal yesort example. Und als Datenbank nehmen wir SQLite. Wenn ihr eine andere Datenbank installiert habt, fühlt frei, irgendwas anderes zu nehmen. Für die Abgabe wäre es am schönsten, wenn ihr SQLite nehmt. In einem richtigen Setting, wenn ihr das wirklich deployen wollt, ist es besser, irgendwas anderes zu nehmen. Man kann das im Nachhinein auch noch ändern. Also wir nehmen jetzt erstmal SQLite. Er arbeitet, wir kriegen eine schöne Animation, schönes ASCII-Bild. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir hier eine ganze Menge Dateien drin. So, die Gitignore wurde schon mitgeliefert. Also die haben wir euch alle schon gegeben, wenn ihr ein Repository bei uns habt. Die kann ich auch noch mal gerade aufmachen. Die ist nämlich auch noch wichtig. In der Gitignore steht sowas drin, was mir persönlich immer noch fehlt, ist ein Sternchen Tilde. Und das sind einfach nur temporäre Dateien, zum Beispiel von gedit. Falls sie zufällig auftauchen, werden die nicht mit ins Internet hochgeladen. Die interessieren nämlich keinen. Das fügen wir noch hinzu. Und wenn wir jetzt einmal machen git status, dann sehen wir, wir haben die gitignore geändert, wir haben eben die kabal-config hinzugefügt und wir haben eine ganze Menge an neuen Dateien. Und jetzt machen wir git add punkt und damit haben wir alle Dateien hinzugefügt, was eine ganze Menge Dateien sind. Und dann machen wir jetzt git commit minus m initial. Das ist einfach unser initiales Ding. Wie gesagt, ich habe hier noch nichts aufgesetzt. Diese beiden Optionen sollte man ausfüllen. Vorsicht, eure Sachen sind danach im Internet zu lesen. Auf dem Private Repository nur privat, aber wenn ihr es dann nachher öffentlich schaltet oder so, in jedem Commit sieht man dann eure E-Mail und euren Namen. Also überlegt es euch, ob ihr da zum Beispiel eure TechWack-E-Mail-Adresse hinsetzt oder ob ihr da zum Beispiel sagt, in meinem Fall irgendwie sdressel.nospam.techfuck. sonst irgendwas. Und wenn irgendwer euch mailen will aufgrund dieses Commits, dann wird er wohl so intelligent sein und das Nospam aus der URL entfernen oder. Ihr könnt da, das ist einfach nur ein Text, ihr könnt da auch reinschreiben, was ihr wollt. Und das sollte jetzt trotzdem getan haben. Nee, hat es nicht, weil er die E-Mail-Adresse nicht raten konnte. Deswegen muss ich das jetzt einmal setzen. Git config global user.email ich add hier. Das ist eine valide E-Mail. Und dann sagen wir den User.name, setzen wir auf foobar. Das ist ein sehr schöner Name. Das ist jetzt auch alles nur beispielhaft und wenn wir jetzt den Commit machen, ist das alle, hat er alles committed und wenn wir jetzt machen git status, ist alles wieder leer und wenn wir jetzt machen git push, um es auf den Server zu schieben, dann werde ich jetzt wieder nach Username, Passwort gefragt und dann werden die ganzen Dateien auf den Server hochgeschoben. Und wenn wir jetzt auf den Server gucken, dann haben wir hier auch die ganzen Dateien. So. Und
jetzt können wir anfangen, uns um die ganzen anderen Sachen zu kümmern. Zum Beispiel das Ding überhaupt erstmal zum Laufen bringen. Weil wenn wir jetzt machen zum Beispiel Yes or Devil, funktioniert das schon, aber wir kriegen eine Fehlermeldung, dass das gesamte Projekt nicht bauen kann und das bringt uns genau gar nichts. Was wir jetzt machen müssen, ist noch Kabal, weil wir haben hier eine Kabal-File erstellt bekommen für unser Projekt. Was wir jetzt einfach machen, ist Kabal install minus minus only dependencies. Dependencies. Und da wir eine Sandbox haben, wird das in die Sandbox installiert. Und wir haben jetzt schon Probleme, dass zum Beispiel Fastlogger liegt bei uns in der Version 2.4 vor. Unsere Kabal-File, die wir haben, sagt aber, das muss kleiner. Das ist ganz schnell gefixt, indem wir... Also immer wenn er meckert, das liegt daran, dass wir hier zwischen den Versionen 7.8 und 7.10 sind von GHC, was ein bisschen nervig ist. Es funktioniert aber trotzdem alles. Der Fastlogger hatte sich beschwert. Sagen wir, kleiner Version 2.5 ist okay. Was noch Probleme macht, ist zum Beispiel Yesod Static macht noch Probleme. Und das speichern wir jetzt erstmal. Gehen hier wieder rein. Wenn wir das jetzt nochmal ausführen, dann kriegen wir bei SQLite das Problem, dass SQLite zu aktuell ist. Und das ist hier. 2.3, wahrscheinlich dann auch noch Persistent Template und Persistent. Die ziehen wir alle mal eine Version hoch. Was haben wir jetzt noch? Jetzt funktioniert alles. Also wir mussten nur ein paar Sachen, die hier zu strikt angegeben waren, etwas lockern. Und zwar im Konkreten war das hier Yesod Static, die drei Persistent-Sachen und hier unten einmal den Logger. Die haben sich in der Version geupdatet, die funktionieren auch weiterhin problemlos. Das Problem ist nur, dass Yesod hier standardmäßig eine andere Konfiguration reinschreibt, als wir gerade von Stackage runtergeladen haben, aber wir wissen, die von Stackage funktioniert auf jeden Fall. Das Gesamte wird mit dem neuen System, was Yesod sich überlegt hat, mit dem Stack-Tool, wird das Ganze einfacher und da fällt dieses Gefrickel weg, aber wir haben das halt nun mal im Moment, weil wir uns dazu entschieden haben, vor einem halben Jahr im GZI statt dem alten 7.8 GHC den 7.10 zu machen und Yesod kompiliert nicht mit dem 7.10er, wenn man die 7.8-Version nimmt. Und wenn man das über Stack macht, dann kriegt man wieder den 7.8er und so weiter und so weiter. Also da geht vieles ein bisschen durcheinander. Das wird sich jetzt einfach im Laufe der Zeit herauswachsen. Es wird in den nächsten Wochen, Monaten garantiert auch eine 7.10-kompatible Version von Yesod geben, die dann auch alle Vorteile von 7.10 nutzen kann. Und wo dann solche Probleme nicht mehr auftreten. Wie gesagt, man kriegt es zum Kompilieren, man muss nur teilweise ein, zwei Sachen manuell gerade anpassen. So, den Gedit können wir zumachen und jetzt warten wir, bis Yesod sich durchinstalliert hat. So, unser Yesod ist jetzt fertig runtergeladen und installiert. Und das Einzige, was uns jetzt noch zu tun bleibt, das, was ich eben schon mal gezeigt habe, einfach hier sollte Devil einzugeben und dann kriegen wir hier eine URL, die können wir einfach kopieren und öffnen und dann kriegen wir die schöne Yesod-Fehlermeldung, dass er die Applikation einmal neu baut und ich verschiebe das hier unten mal so ein bisschen, kann man beides sehen. Genau, er hat jetzt alles komplett neu gebaut, er hat uns die Datenbank migriert und angepasst und hat jetzt hier alles komplett gemacht. Und wir haben jetzt hier unsere schöne Yesod-Seite. Es gibt hier ein paar kleinere Probleme mit der Schriftart, aber das ist hängt wahrscheinlich hier an dem mit dem Browser zusammen oder dass irgendwelche Schriftarten nicht installiert sind oder. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Das Weitere ist, wenn wir jetzt nochmal Git Status machen, haben wir nur die Änderung an der Yesod-Kabal, weil wir eine Git-Ignore haben, laden wir die gesamte Kabal-Sandbox hier nicht komplett hoch.
Das ist das Wichtige, weil die KWAS Handbox beträgt mehrere hundert Megabyte. Die wollt ihr nicht jedes Mal hoch und runter laden, nur weil ihr irgendwie eine kleine drei Zeilen geändert habt oder so. Ich committe gerade nochmal die yesod-file changes on kabal-file und ja. Und das heißt, es ist jetzt hier nichts zu tun und jetzt können wir anfangen zu entwickeln, indem wir zum Beispiel sagen, wir möchten in unserem Model irgendwie erstmal was hinzufügen. Wir machen die Models-Datei auf und können dann hier fröhlich anfangen mit was auch immer wir machen wollen. Wir wollen irgendwie haben einen Post und ein Post besteht aus einem Title, das ist ein Text und besteht aus einem Text. Text ist vielleicht unklug, aber Content ist vielleicht besser, ist ein Text und einem Creation Date, das ist ein UTC Time, UTC Time und so weiter und so weiter und so weiter, können wir da jetzt irgendwie alles Mögliche machen und unser Model anlegen. Ich speichere das jetzt nicht, das war jetzt nur Beispiel, wir können Routen hinzufügen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, jetzt ist hier die komplette Applikation aufgesetzt und wir können jetzt mit dem Entwickeln anfangen. Und ein guter Anfangsstartpunkt ist, wenn man auf die YesOd-Hauptseite geht, gibt es hier einmal das Tutorial. Ich mache das vielleicht nochmal deutlicher. Da gibt es auf der rechten Seite hier das Tutorial, das man anklicken kann. Und wenn man das dann angeklickt hat, kriegt man hier ein bisschen Hintergrundwissen am Anfang und später geht das dann los mit erstmal einer Seite, die einem nur das zurückgibt, was ich hier oben in die URL schreibe, dann eine Seite, die den Text umdreht, den ich oben in die URL schreibe und dann als drittes Beispiel schon ein kleines Block. Dieses Block wird natürlich nicht ausreichen, um das Projekt zu bestehen, weil hier kann man nur einen Blogpost machen und sich dann ansehen. Aber was wir noch weiterhin fordern, ist, dass es zum einen Kommentare gibt und dass nicht jeder, der kommentieren kann, auch den Blogpost löschen kann, sondern dass man irgendwie eine Möglichkeit der Authentifizierung hat. Wie die Authentifizierung aussieht, ist euch dann überlassen und damit hört dann auch das Tutorial auf. Und es gibt genug Tutorials im Internet, sei darauf hingewiesen, wie man mit YesOd einen Blog macht. Das ist relativ egal. So, kommen wir jetzt zum abschließenden Teil der kurzen Einführung. Und zwar, wenn man hier auf den normalen Quick-Start-Guide geht, der hat sich in letzter Zeit aktualisiert. Und der sieht jetzt anders aus als früher, deswegen kann man den jetzt auch nicht mehr als Anleitung nutzen. Sondern mittlerweile geht das alles über das neue Building-Tool Stack. Und Stack ist ein Tool, was, ich mache die Grafik hier mal gerade groß, wir warten einmal kurz, bis das Ding wieder anfängt. Das ist, ich gehe in irgendein Verzeichnis rein, mache Stack Build und er holt automatisch die Sachen von Hackage, er installiert automatisch den passenden GHC und er installiert alles komplett automatisch, baut das gesamte Ding und dann kann ich das direkt auch ausführen. Und das ist halt das rundum glücklich Paket im Prinzip. Und wie gesagt, das installiert den GHC automatisch und so weiter und so weiter. Und wenn man einfach mal hier auf Debian oder auf Ubuntu geht, dann ist das im Prinzip, mach Copy-Paste dieser Zeile und du hast es installiert für die jeweilige Version. Das solltet ihr jetzt aber nicht verwenden, das ist nur für die Zukunft gedacht, weil, wie man hier auch gerade gesehen hat, es wird standardmäßig bei YesOd ein GHC 7.8 installiert und kein GHC 7.10. Deswegen, für die Zwischenzeit muss man jetzt einfach den Workaround nehmen, wie ich den gerade einmal vorgestellt habe, was auch nicht viel komplizierter ist. Es läuft darauf hinaus, dass man ein paar Kommandos eingibt. Ich kann die Kommandos ja mal
gerade einmal aufmachen. Wenn ich das Terminal sauber beende und dann nochmal einmal neu starte, dann kann ich einmal in die History gehen und dann sieht man hier unten die gesamten Befehle, die ich getan habe. Das fängt, ich stelle die gerade einmal nochmal ordentlich zusammen. Das ist nämlich, dass man das Repository installiert, die Sachen hier reinmacht. Deswegen mache ich das davor alles einmal weg. Dann habe ich ein paar Sachen gezeigt. Das nächste war dann das Kabal-Update. Dann holt man sich die Konfiguration. Die habe ich hier dann nochmal gezeigt. Das ist egal. Und dann installiert man sich hier die Zlib, macht das Kabal-Install, macht dann irgendein Verzeichnis, klont das dann, installiert sich Git, klont das Richtige, geht dann halt in das Verzeichnis rein und holt sich dann da nochmal die Stackage-Config, addet das zu dem Git, initialisiert die Sandbox und initialisiert dann Yesod, wenn das funktioniert hätte bei uns am Anfang. Wie gesagt, man muss das alles in den Path reinschreiben und der Rest ist dann einfach nur git add Punkt, git commit und git push und dann kann man hier mit kabal install only dependencies die Dependencies installieren. Man muss die halt dann immer noch so ein bisschen anpassen. Das hatte ich ja dann nebenbei gemacht. Das wird ja auch erklärt. Und wenn das dann durchgelaufen ist, dann hat man hier startet man mit Yesod Devil den Development Server und der Rest waren auch uninteressante Sachen. Im Prinzip sind das die gesamten Befehle, die man braucht. Die werde ich auch nochmal als Kommentar unter das Video setzen. Die speichere ich jetzt erstmal unter hier als Textdatei. So. Und ja, das ist eigentlich alles, was man installieren muss. Das kommt auch nochmal unter in die Beschreibung von YouTube. Und damit